Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lernflix-Video. Ich möchte in diesem Video an den ersten Teil dieses Beispiels anschließen. Im ersten Teil dieses Beispiels haben wir die Auflager berechnet und wir haben den Querkraftverlauf gezeichnet. Der zweite Teil dieses Videos besteht eben darin, dass wir das maximale Biegemoment bestimmen. Wir haben ja im vorangegangenen Video gesagt, das maximale Biegemoment muss genau hier sein, wo eben der Querkraftverlauf meine Nulllinie oder meinen Balken schneidet. Um jetzt berechnen zu können oder den maximalen Biegemoment hier berechnen zu können, muss ich natürlich diesen Balken genau in diesen Punkt hier schneiden. Und schneiden bedeutet, ich zeichne eigentlich nur den relevanten Teil dieses Balkens ein, sprich die linke Seite. Ich könnte natürlich auch die rechte Seite hernehmen, spielt keine Rolle. Im Prinzip bevorzugt man das sogenannte linke Schnittufer. Wenn ich diesen Balken geschnitten habe, dann zeichne ich eigentlich alle Kräfte hier ein, die in diesen geschnittenen Balken wirken. Zum einen mit Sicherheit die Lagerkraft FH, die nach oben geht. Zum anderen habe ich die Kraft F, die nur 1,5 Meter von meinem Lager A entfernt ist. Also hier weiß ich den Abstand. Genau 1,5 Meter kann ich sagen. Dann habe ich aber hier einen halben Meter lang nichts, aber dann fängt ja meine Querkraft schon an. Und das sehen wir ja auch schön am Querkraftverlauf, die Streckenlast. Ja, die Streckenlast muss ja hier schon wirken. Ja, ab hier fängt die Streckenlast wirken an. Das heißt, ich muss die Streckenlast noch mit reinnehmen. Und die Streckenlast wirkt natürlich ebenfalls nach unten. Somit ist hier eigentlich meine F' und diese F' ist aber abhängig von der Länge, ja, das haben wir auch beim vorigen Video eben gesagt, die ist ja abhängig von der Länge, weil sie in Kilonewton pro Meter angegeben ist, somit muss ich sagen, mal der Länge, und die Länge ist hier aber unbekannt, weil ich ja diesen Abstand hier noch nicht weiß. Somit mal x, das ist meine F' mal x. Somit werden alle offensichtlichen Kräfte hier eingezeichnet. Natürlich muss ich auch noch die Gegenkräfte einzeichnen im Schnitt. Das heißt, ich habe hier, sofern vorhanden, eine Normalkraft. Wird bei diesem Beispiel keine existieren, da ich nur Y-Kräfte habe. Ich habe hier nach oben die Querkraft, die resultierende, Fq. Und ich habe natürlich hier auch ein Moment, und um den geht es ja dann eigentlich, es ist hier ein Liegemoment. Und hier ist eben unser großer Punkt X, um den wir dann das ganze Bauteil in weiterer Folge drehen werden. Somit sind alle meine Kräfte hier eingezeichnet. Dieser Abstand hier, den haben wir auch im Video schon vorher gesagt, das ist ein halben Meter, also 0,5 Meter. Somit weiß ich eigentlich, dass die Kraft FA von meiner Kraft F' mal x 2 Meter entfernt ist und die Kraft F genau einen halben Meter von mir entfernt ist. Was ich aber nicht weiß, ist, wie weit die Kraft FA zu meinem Punkt 1, den wir hier eben eingezeichnet haben, entfernt ist. Das kann ich aber ausrechnen. Ich stelle dazu die Summe aller FY-Kräfte auf. Die muss ja 0 sein. Wir haben eine positive FA. Wir haben eine negative F. Wir haben eine negative F'. Also eine Streckenlast mal eben der Länge der Streckenlast, die ich nicht weiß. Und ich habe natürlich noch eine FQ, die geht positiv nach oben. Das wäre die Summe aller Kräfte. Was ich aber weiß hier, dieser Teil, wenn der 0 ist, dann bin ich genau in diesem Punkt. Wenn die Kraft FA, die Kraft F und der Teil der Streckenlast genau im Gleichgewicht sind, dann bin ich genau hier auf meiner Nulllinie. Somit kann ich diesen Teil hier ohne das FQ einfach 0 setzen und mir das x genau berechnen. Das heißt, ich setze jetzt diesen Teil hier 0, somit FA minus F minus F' mal x 0, weil genau dann ist das FQ eben 0, wenn wir uns hier befinden. Ich setze dann ein, habe für die Lagerkraft A eben 7 Kilonewton rausgekriegt. Für die Kraft F, die war gegeben mit 6.
Das f' ist 2 mal x. Und du siehst schon, es ist relativ einfach lösbar. 7 minus 6 ist 1. Dann bringe ich dieses minus 2x auf die rechte Seite, da wird es positiv, dann steht hier 1 ist gleich 2x und x ist gleich ein halbes. Das Ganze halben Meter. Somit weiß ich, ich habe einen halben Meter von dieser Streckenlast und bin genau dann in diesem Punkt 1, wo das maximale Biegemoment sein muss. Natürlich hätte ich mir auch trigonometrisch das Ganze herleiten können. Ja, ich weiß ja, pro Meter geht das Ganze 2 kN nach unten. Ich weiß hier den Abstand, ich weiß hier den Abstand, ich weiß hier die Höhe, die kann ich mir aufgrund der Kräfte berechnen. So ist es aber sehr anschaulich. Wir haben hier einen halben Meter und befinden uns dann genau an diesem Punkt. Für was brauche ich das Ganze jetzt? Naja, jetzt möchte ich ja das Biegemoment berechnen. Dazu stelle ich eben die Momentengleichung auf. Wir drehen um diesen großen Punkt x und sagen wieder, naja, alles was gegen den Uhrzeigersinn dreht, ist positiv. Somit haben wir die negative Kraft Fa mit dem Abstand 2 Meter bis hierher plus im x. X wäre jetzt 1,5, ich schreibe aber bewusst jetzt x hin. Dadurch können wir dann eben eigentlich an jedem beliebigen Punkt uns das Biegemoment berechnen. Also in Klammer 2 plus x. Als nächstes die positive F-Kraft mit dem Abstand 0,5 plus x. Und dann haben wir natürlich auch noch die F', die dreht auch positiv. F' mal x wäre ja quasi unsere Kraft. Aber jetzt müssen wir aufpassen, diese Kraft, diese Querkraft, hat ja ihren Schwerpunkt genau immer dann in der Hälfte. Ja, also immer, egal wie weit wir hier gehen, wenn wir die rund 1 Meter betrachten, dann ist ja quasi die Schwerkraft liegt dann genau in der Mitte von diesen 1 Meter. Also müssen wir sagen, der Abstand ist nicht nochmal x als Drehabstand, sondern wirklich x halbe. Das wäre dann genau, wenn wir uns betrachten, x ist die Querkraft, die hier wirkt. Und der Hebelarm muss dann natürlich genau x halbe sein, weil das eben genau im Schwerpunkt nach unten liegt. Somit wäre das mein Momentensatz plus eben noch mein Biegemoment. Das wirkt ja auch. Und wenn ich jetzt weiß, dass mein Biegemoment bei x ist gleich 1,5 maximal ist, kann ich dann natürlich sagen, wenn ich jetzt das Biegemoment ausrechnen möchte, und das soll maximal sein, dann sage ich, das MB Max ist dann gegeben, wenn ich für jedes x 1,5 einsetze. Das können wir dann gleich machen. So, wir haben da Fa wird positiv, die Fa war 7 mal 2 plus 0,5 ist 2,5. Plus die F, das war 6, minus, kommt ja auf die andere Seite, also minus 0,5 plus 0,5 ist mal 1, minus die F' war 2, mal x, x ist ein halbes, mal x halbe, ist dann eben ein Viertel, und habe dann, wenn ich eben für x genau ein halbes einsetze, mein maximales Biegemoment. Somit ergibt sich hier ein maximales Biegemoment von 7 mal 2,5 ist 17,5, minus 6 ist 11,5. Hier können wir noch schön kürzen und dann ist es 11,5 minus 1 Viertel und das sind dann genau 11,25 kN/m. Das ist ein maximales Biegemoment und das wirkt natürlich genau hier. Jetzt können wir das Ganze natürlich noch mit einem Biegemomentenverlauf einzeichnen. Auch hierfür musstest du dein Lineal nehmen und sagen, na gut, die 11,25 kN/m bringen wir wieder auf ein angenehmes Maß, ja, Verhältnis, keine Ahnung, 11 cm wären jetzt zu viel, du könntest es ja halbieren, 5,5, 5,62 cm, was auch immer. Prinzipiell geht es ja nur darum, das Ganze zu visualisieren. Ich zeichne jetzt aber diesen positiven Biegemomenten, das positive Biegemoment nach unten ein. Das heißt, hier wäre mein maximales Biegemoment. Dieser Punkt. Ja. Wie zeichne ich jetzt den Momentenverlauf hier ein? Ich muss mir einfach hier am Anfang überlegen, wenn ich hier dieses Teil bis hierher mit dem Biegemoment überlege, kann ja der nur linear sein. Genau bis zu diesem Punkt muss er linear sein, da ja meine
Kraft FA immer gleich bleibt, also meine Querkraft, somit bis zu diesem Punkt 1,5 Meter, ist das Biegemoment ja ganz leicht zu berechnen, indem ich die Kraft FA einfach mal 1,5 Meter nehme. Das heißt, hier habe ich den maximalen Biegemoment meiner Querkraft bis hierher. Die Kraft FA ist 7 mal 1,5 Meter, ist genau 10,5. Das heißt, genau hier, wo die Kraft F dann nach unten wirkt, hätte ich genau ein Biegemoment von 10,5. So, ich habe hier 11 genommen, was passt ganz genau, 10,5. Und das Ganze verläuft ja linear. Ganz außen habe ich natürlich kein Biegemoment, weil die Kraft FA mal den ganz kleinen Abstand hier ist natürlich 0. Ja? Wenn ich hier Abstand nehme 1 Meter, habe ich genau 7 Kilonewtonmeter als Biegemoment und bei 1,5 Meter habe ich natürlich diese 10,5. Bei einem halben hätte ich 3,5 Kilonewtonmeter. Somit weiß ich, das Ganze verläuft hier linear nach unten, nur bis hierher. Der weitere Verlauf dieses Biegemomentendarstellung kann ich mir auch ganz leicht berechnen. Ich könnte hier eben sagen, mein Biegemoment ist zum einen bestimmt durch die Kraft FA, die eben mit 7 nach oben geht, einen Abstand von 2 Meter habe ich hier, das heißt, ich habe 14 Kilonewtonmeter und davon wirkt aber die Kraft F mit einem halben Meter Abstand als Moment entgegen. Das heißt, ich habe hier in diesem Punkt genau 11 Kilonewtonmeter. 11 Kilonewtonmeter bedeutet wirklich ganz eine kleine Erhöhung hier bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, es wird schon mehr im Prinzip, da ja meine Kraft FA immer mehr Abstand hat. Natürlich gewinnt auch meine Kraft FB immer mehr Abstand. Aber die Kraft FA, eigentlich FB, die Kraft F immer mehr Abstand, aber die Kraft FA ist zum einen größer und zum anderen hat sie viel mehr Anfangsabstand hier. Ja. So, und dann fängt eigentlich meine Streckenlast an. Und meine Streckenlast, da habe ich ja hier eine Gleichung aufgestellt. Und wenn wir das als Funktion sehen, diese Gleichung hier, ja, dann erkennen wir, dass wir hier eine quadratische Funktion eigentlich haben, weil x mal x ist x². Und wenn wir diesen Biegemoment hier als Funktion darstellen, abhängig jeweils von x, und deswegen habe ich auch x am Anfang eingesetzt, um das eben zu zeigen, dann habe ich hier eine quadratische Funktion und muss das Ganze natürlich in weiterer Folge als Kurve zeichnen. Würde ich sagen, können wir das Ganze auch dann so einzeichnen, als Kurve nach oben. Und somit komme ich dann von diesem Punkt bis zu diesem Punkt mit einer Kurve, die eben einer Parabel ähnelt. Und dann geht die Kurve natürlich auf der anderen Seite weiter, aber hier müsste ich dann vom FB quasi erstmal mein Biegemoment zeichnen, damit ich einen Endpunkt habe, wo ich die Kurve hinzeichnen könnte. Ich könnte mir natürlich hier viele, viele, viele Punkte berechnen und dann diese Kurve mit Punkte darstellen. Wäre auch kein Thema. Leichter ist es natürlich, wenn ich dann die Kraft FB hernehme, die hat 5 kN, bis hierher ist 1 Meter. Das heißt, hier habe ich ein Biegemoment an dieser Stelle hier von 5 kN. Das heißt, 5 kN wären dann eben genau hier. Und dann sehen wir schon, hier können wir dann natürlich dementsprechend diese Kurve, soll jetzt eine Kurve sein, darstellen und ab diesem Zeitpunkt hier, wo dann eben die Streckenlast zu Ende ist, ist das Ganze wieder linear. Und somit haben wir hier grün dargestellt eben diesen Momentenverlauf. Im Wesentlichen geht es ja hier eigentlich nur darum, dass wir das maximale Biegemoment herausfinden. Das haben wir rechnerisch eben gemacht. Vor allem bei Streckenlasten ist es dann mit diesem Biegemomentenverlauf oft sehr schwierig, den weiter einzuzeichnen. Man müsste das Ganze wirklich mit Hilfe von Technologie nachzeichnen. Dann haben wir wirklich einen schönen Verlauf hier. Bei den linearen Geschichten ist es wesentlich einfacher, einen Biegemomentenverlauf darzustellen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass noch dein Like und dein Abo hier, dann sehen wir uns gleich im nächsten Video.